Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Druckhelden VIP-Talk hier im Stechert Business und Tagungszentrum nach dem 0:0 im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Marcel Franke ist da zu meiner Rechten und Andreas Hofmann. Kann man sagen, Glückwunsch oder wie sieht es gerade in dir aus? Ja, ich denke, heute müssen wir mit dem Punkt auch zufrieden sein. Ich denke, der Gegner war sehr gut organisiert. Trotzdem haben wir ein paar Chancen gehabt. Mit ein bisschen Glück, denke ich, kann man das Spiel gewinnen. Aber unterm Strich war es gut, dass wir zu Null gespielt haben. Und ja, dementsprechend nehmen wir den Punkt mit. War Disziplin heute ein wichtiges Stichwort? Ja, ich glaube schon. Wir wussten, dass der Gegner gut steht, tief steht, wahrscheinlich auch gut organisiert. Deswegen wussten wir, dass wir Geduld haben müssen. Das haben wir sehr gut gemacht. Kompliment an die Mannschaft. Gut verteidigt über 90 Minuten. Und ich denke auch, dass wir über 90 Minuten die spielbestimmende Mannschaft waren. Vielen Dank, Andreas Hofmann. Dir auch Glückwunsch zu einem starken Spiel. Marcel Franke, der Trainer, hat vor der Partie gesagt, es könnte ein ziemlich ekliges Spiel werden. War es das? Ja, auf jeden Fall. Man hat ja gesehen, wie die Bielefelder verteidigt haben. Das war ihre eklige Art. Und ja, trotzdem, wenn man die 90 Minuten sieht, dann muss man ja eigentlich als Sieger vom Platz gehen. Wir haben das Spiel dominiert, müssen bloß aus den Eingaben, die wir da haben, oder aus den Chancen besser gesagt, müssen wir Tore machen. Aber ja, jetzt musst du mit dem 0-0 irgendwie zufrieden sein. Das einzig Positive ist eigentlich, dass wir die 0 hinten gehalten haben. Wie hast du den Freistoß kurz vor Schluss erlebt, Nico Gieselmann? Eigentlich, aber eigentlich schon drin, ne? Ja, ich habe ihn schon drin gesehen. Ich hatte den Gegenspieler auf der Linie gar nicht gesehen, aber im Endeffekt hat er den geklärt und ja, nichts passiert. Am Ende steht dann ein 0:0. Wenn Sie Autogramme möchten, Fotos gerne noch hier bei uns vorbeikommen. Die Jungs nehmen sich noch ein bisschen Zeit. Ansonsten gebe ich Ihnen noch die nächsten Spiele mit auf den Weg. Am 22. November, ein Sonntag, auswärts in Heidenheim. Und hier in Fürth sehen wir uns dann wieder am 27. November, wie gewohnt, Freitagabend gegen den 1. FC Kaiserslautern. Schönes Wochenende und vielen Dank für den Besuch.